Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Project Zero. Ja, im letzten Part haben wir gegen die drei von vier Priestern gekämpft, die das Ritual durchgeführt haben, beziehungsweise die vor dem Ritual, glaube ich, noch getötet wurden. Nein, Moment. Sie sollten das Ritual durchführen. Und es ist womöglich schief gegangen. Ja, ich würde sagen, die gehörten zu denjenigen, die das sollten. So. Jedenfalls habe ich meine Speicherung, die alte, nochmal geladen und das Ganze neu gespielt, damit ich wieder mehr zum Heilen habe. Und jetzt habe ich zumindest noch heiliges Wasser. Ich habe immer noch eine ältere Speicherung, wo ich dann auch noch die Kräutermedizin habe, für Notfälle. Aber ich habe jetzt erstmal so weit gespielt und hoffe, dass ich. Also ich möchte gerade einfach nicht an den zwei Geistern im Aquarium vorbei. Und also mir ist allerdings ein Fehler unterlaufen, denn. Ich habe den Geist hier schon besiegt, den Priester. Also ich habe jetzt alle vier. Und hier eigentlich nichts mehr zu erledigen. Naja, doch. Denn der hat ja was fallen lassen und das habe ich noch nicht eingesammelt. Tut mir leid, ich habe jetzt nicht aufgenommen, wie ich den besiegt habe, aber ich habe das auch innerhalb von 5 Minuten geschafft. Der war irgendwie total leicht für mich, nach den anderen beiden, aber gut. Ein altes Buch liegt vor dem Grabstein mit dem herausgemeißelten Gesicht. Niederschrift des Priesters. Ich bin nun überzeugt, dass die Entscheidung des Meisters falsch war. Kyria hat erkannt, dass wir den Gast versteckt haben. Sie ist deprimiert und nervös und der Tag des Rituals naht. Ich kann nur hoffen und beten, dass alles gut geht. Ja, und wie wir wissen, ist nicht alles gut gegangen. Kleinen Moment. Okay, gut. So. Dann möchte ich nochmal. Also bevor wir jetzt zurückgehen, möchte ich hier nochmal rein. Weil ich hatte nämlich noch ein kleines Stückchen weitergespielt, aber. Einfach aus Versehen. Ich hatte vergessen, dass ich dann auch aufnehmen sollte, also habe ich es nicht gespeichert. Und hier ist noch was zu finden. Ich hoffe, dass mich jetzt keiner angreift, weil ich gerade so am Bummeln bin. Soweit ich weiß, gibt es hier ja durchaus Zeitgeister. Aber ich brauche, was hier liegt, definitiv. Ein Steinspiegel. Juhey, endlich. Was wir die ganze Zeit gebraucht hätten, kriegen wir jetzt. Und Filmtyp 90, den wir auch echt super gebrauchen können. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nochmal speichern. Sonst muss ich den Weg demnächst nochmal machen. Andererseits wird Speichern wiederum auch überbewertet. Egal, ich bin dafür, dass wir speichern, weil sonst muss ich nächstes Mal das alles nochmal machen. Es ist wenig, aber es ist durchaus was, was man tun muss. Und hey, ihr habt vielleicht schon bemerkt, ich bin diesmal gar nicht so ängstlich, einfach weil ich jetzt gerade dieses kleine Stück schon gespielt habe. Und weil ich weiß, was kommt. Ich binde mich jetzt fast so weit wie bei meiner alten Speicherung. Ihr wisst ja, ich habe das Spiel schon mal gespielt und nicht durchgekriegt. Und ich schlag mich, also ich habe festgestellt, ich schlag mich viel besser als damals. Ich habe echt immer umsonst Angst gehabt. Aber ich hatte an der gleichen Stelle wieder Probleme, weil da war ich nämlich ungefähr hier noch ein kleines Stückchen weiter und dann sind wir so weit. Und ich hatte keinen Steinspiegel mehr und nichts mehr zu heilen und hatte auch nur noch so um die 6 oder 9 Punkte Leben. Das war schon echt ätzend. Sorry, falls ich übrigens gerade die Stimmung vermiese, aber hey, ich bin selber noch nicht ganz drin. Das müsst ihr mir mal verzeihen können. Mal wieder. Gut, solange hier kein Geist kommt, bleibt alles gut. Ich sollte nicht zu lange brauchen. Aber da dürfte eigentlich nichts kommen. Nicht dürfen heißt aber nicht, dass da nicht trotzdem was kommt, ne?
Und oh Gott, ich habe das Spiel vielleicht einen kleinen Ticken zu leise eingestellt, weil ich höre so gut wie nichts. Ich höre nur die Schritte. Wenigstens habe ich aber den Ton an. So, Miko, lauf mal einen Schritt schneller, damit wir endlich wieder da sind. Lauf, Miko, lauf. Hühat. Noch schneller. Komm. Gut, wir sind wieder da. Dann müssen wir das Ganze jetzt wohl einsetzen. Und ein kleines Rätsel lösen. Die Sanskrit-Zeichen können wie Tasten gedrückt werden. Ja, einen kleinen Moment mal kurz. Mir ist das Spiel ein Ticken zu leise. Das muss ich mal eben umstellen. Das ist zu laut. Ja, so ist richtig. Gut. So. Frag mich nicht, wie dieses Rätsel funktioniert. Ich stelle nur fest, ich glaube, dass das Zahlen sind, oder? Obwohl, nee, keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach so auf Glück. Das hat nämlich beim letzten Mal auch funktioniert. Nichts geschieht. Und da passiert was und ich habe keine Ahnung warum, aber gut, wenn man die Zeichen nicht kann, dann... Das war nicht so ganz durchdacht beim Spiele machen. Das kann es ja nun nicht mehr sein. Nichts geschieht, dann kann es ja nur noch der letzte sein. Als ich die Tasten gedrückt habe, löst sich eine Vorrichtung unterm Schrank. Gut, gut. Ich bin gerade so gechillt, mehr gechillt geht gar nicht irgendwie. So. Nichts geschieht, das hatten wir gerade, ne? Gut. Das ist schön. So. So, das hätten wir wohl geschafft. Mal sehen, was dabei rauskommt. Oh Mann, oh Mann. Komm. Etwas wurde aus der Mitte herausgenommen. Na super. Und das Etwas liegt da natürlich nicht mehr drin. Hä? Warum muss ich links davon fotografieren? Eine rote Flüssigkeit strömt aus der runden Öffnung im Sockel vor dem Schrank. Eine rote Flüssigkeit erinnert ja auch so gar nicht an Blut. Und warum ist da so viel Blut dran? Und wieso? Hä? Und wo müssen wir jetzt hin? Okay. Spiel, du hast mich gerade kurz erschrocken mit dieser Kamerasicht. Oh Gott. Ja, dich habe ich jetzt noch nicht hier erwartet, ehrlich gesagt. Nein! Oh Gott, nein! Nein, wirklich, dich habe ich hier nicht erwartet. Wer bist du? Was soll das? Wer seid ihr? Das sind zwei. Oh mein Gott, was soll der Scheiß? Warum? Das sind hier drei. Wieso? Hallo? Ich habe jetzt kein... Ich glaube, ich habe keine Zeit für diese Cutscene. Da sind doch noch mehr. Toll, und in der Zeit greift mich gleich wieder was an. Ich sehe es schon kommen. Warum seid ihr überhaupt da? Ihr dürftet nicht da sein. Oh, dieses Spiel ist so mies zu mir. Geh sterben. Komm. Na super, ich hab nur noch... Ich hab echt ein Problem. Ich hab nur noch 5 Filme. Ernsthaft? Au, ich brauche einen Speicherpunkt. Na super. Was sollte das denn jetzt, Spiel? Menno. Ich wollte eigentlich nur rote Flecken den Holzvertiefel... Flur entlang, wie
Blut. Ich wollte eigentlich nur dieser Blutspur folgen, wollte ich gerade sagen. Und wer waren die und was machten die da und wieso? Waren das Zeitgeister, die kamen, weil ich zu sehr gebummelt habe? Oh Mann. Bitte, bitte, bitte lass jetzt nicht am Speicherpunkt erscheinen. Bitte nicht. Okay. Puh. Film. Gut. Und jetzt speichere ich auf Platz. Ich speichere da drauf. Weil ich die dritte Speicherung ja noch behalten muss. Ja. Für Notfälle. Ich sehe schon, dass das sollte eigentlich nicht so enden. Ich habe jetzt den Geist erwartet, der mich früher immer gekillt hat, aber den habe ich erst hier erwartet. Und wehe, der kommt jetzt auf den Weg. Mann, dann raste ich aus. Ernsthaft. wo bin ich hier? Wo muss ich hin? Was? Wie? Wo? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo war ich denn letztes Mal? Hallo? Blut, wo bist du? Okay, ich vertrödel die Zeit. Juhey! Moment. Ich bin mir ziemlich sicher, hier falsch zu sein. Was sagt denn die Karte? Lager. Tatami-Zimmer. Kamin. Vorzimmer. Buddha-Zimmer. Da unten war ich gerade. Und was ist das hier? Lager. Große Halle. Mann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in die große Halle runter muss. Okay, zurück. Wehe, 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 da kommt jetzt ein Geist, ey, Leute. Wenn ja, dann seid ihr richtig mies. Ihr Spielemacher, ihr. Mann, 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 Mann. Huhu, die Spannung steigt. Wo bin ich gerade? Mist. Okay, zurück. Yay, ich verlaufe mich hier. Hallo, Kratzspuren. Wo ist denn die blöde Tür? Ah, kommt gleich. Oh Gott. Ach da! Oh Mann, bin ich blind. Wie kann man sowas übersehen? Ernsthaft? Und wie kann man sowas übersehen? Was zur Hölle? Was ist denn hier los? Mitten im Zimmer ist eine riesige Blutlache. Ja, die ist so riesig. Das sieht aus, als wäre jemand zermatscht worden. Okay. Was? Nein. Hey, neuer Geisterkampf. Aber ich würde sagen, ich quäle euch jetzt mal ein bisschen. Macht die Folge heute etwas kürzer. Und wir kämpfen dann beim nächsten Mal gegen den. Also, bis demnächst. Ciao.